Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 2 mit eurem Gabro. Und wie ihr seht, habe ich schon 3 von 9 Lieutenants umgebracht. Und nun muss ich noch die weiteren 6 ausfindig machen. Stimmt, genau, ich war hier auf der Seite, weil ich mir dachte, hier in Old Trarno, da muss ich nicht ganz so weit laufen. Und jetzt mache ich einfach so eine Rundreise. Und dann müsste das doch eigentlich funktionieren, denke ich. Hier die Brücke, die haben wir, glaube ich, schon gesichert. Secured. Weiß der Henker was? Ach, ganze 6 Stück noch. Ja, gut. Mal gucken, vielleicht schaffen wir das ja in der... nein, du sollst... ja. Ich wollte den noch gar nicht nehmen. Ich wollte mich doch nur vorbeischlängeln. Hier leicht stoßen. Und was macht der direkt? Dieser kleine Agro-Fuzzi. Also, Mann! Dass er das auch alles immer auf die Goldwaage legen muss. Wahrscheinlich hat er irgendwie seine Mutter beleidigt. Ich, boah. Gut. Wo muss ich denn... Ja, da. Hab ich... Nee? Muss ich doch nach oben? Ich hatte erst geguckt gehabt. Ich dachte ich... Ah, da oben. Da, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen und... Wieso kommt er denn da nicht hoch? Das ist doch... Der kann doch... Ja klar, das ist... Das will ich jetzt aber wissen. Das ist doch mindestens genauso hoch wie das Fenster. Und hier kommt er hoch und da hinten nicht. Sichert diese Kisten. Wir können nicht erlauben, dass der Inhalt in falsche Hände gerät. Ja, Hafenmeister. Ungesehen an Bord des Schiffes gelangen und dem Treiben des Händlers ein Ende setzen. Dann werden wir das erledigen. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind. Wir müssen nur mal schauen. Das Ziel unbemerkt töten. Ach so. Wenn Sie essen wollen, müssen Sie Savonarola als Führer anerkennen. Ich glaube nicht, dass das reicht, wenn ich hier runterspringe. Ich bin mir... Nein, ich springe erstmal normal runter. Das ist mir sonst ein wenig... Ach so. Oh, nein. Ja. Die haben mich nicht... Die kennen mich... Sag mal, wer sieht mich denn da? Ach, guck mal, da unten. Den habe ich gar nicht gesehen. Aber gut. Oh, richtiges... die richtige Waffe, die ultimative Klinge, habe ich equipped. Und hier irgendwo müsste der doch wahrscheinlich... Boah, geh doch mal ein bisschen tiefer, Junge. Als unseren Retter und wahren Führer anerkennen. Die sehen das doch. Boah, hoffentlich läuft er hier einfach vorbei. Aber ich weiß gerade nicht, wer es ist. Ich versuche mal hiermit das bisschen zu lokalisieren, wo der sein könnte. Weil das ist nur die Wache. Wo ist der denn? Oder ist der tatsächlich in der Mitte? Und ich muss gucken, dass ich die nach und nach hier alle... Boah, direkt 2. Ihr seid doch bekloppt. Geht wieder. Ja, okay, das ist dann so tatsächlich gewollt. Die da oben muss ich dann mit so einem Doppelsprung von hinten. Ja, bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Ich sah sie als Schutzherrn an. Genau. Aber den auf der anderen Seite... Oh Gott, auf der anderen Seite ist ja auch noch jemand. Der auf dem Steg, der sieht mich doch dann. Ich muss mal schauen, wie ich das hier am besten hinkriege. Eben, da ist er doch noch auf dem Steg. Und die... Und der vom... Boah, ich weiß nicht. Kann ich da einfach hinschwimmen? Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen. Nein. Anscheinend nicht. Ich dachte, das würde funktionieren. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Und ich fange ja direkt wieder hier oben an. Schade. Ja, irgendwie von hinten kann ich die 2 und die beiden. Ach so, komm. Ah, warte mal. Ich habe das jetzt richtig gesehen. Da unten ist eigentlich nur der. Aber... Ja, komm schon runter.
Aber die bewachen weder das Berggebiet. Wie viel haben wir denn da? 1, 2, 3, 4. Das sind die 4 und dann die beiden Doppelten. Ja, da ist irgendwie, glaube ich, noch was. Boah, so ein Mist. Vor allem, wie kann ich denn da unentdeckt? Das ist ja der Mist. Der interessiert sich nicht für mich. Ja, hier kann ich mich jetzt erstmal hinsetzen und erstmal die Situation. Mensch, ist das doof. Er bleibt da stehen und dann guckt er halt hier rüber. Und jetzt haben sie auch noch die Rollen getauscht. Die. Oh, die Witzka. Wenn sie essen wollen, müssen sie Savonaro. Nein, nein, nein. Ach, Mann. Ich hab gedacht, ich könnte den einfach so anspringen, aber das hat ja wohl nicht so wirklich funktioniert. Weil der bei Mama gepetzt hat. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass das eine sehr, sehr lange Folge wird. Ach Gott. Ich wollte eigentlich alle 7 erledigen. Und dann kommen die mir mit sowas hier an. Die beiden kriege ich, glaube ich. Boah, wisst ihr was? Ich probiere es jetzt einfach mal aus, ob ich beide kriege. Ich würde sagen, ja. Das ist jetzt. Das hätte ich jetzt mal gar nicht gedacht. Na gut, das funktioniert. Ach, warte mal. Ich habe gesehen, dass er nach da hinten gegangen ist. Ich habe gesehen, dass er hier hinten irgendwo lang gelöft ist. Und das möchte ich jetzt ganz gerne ausnutzen. Ich weiß zwar nur noch nicht genau wie, aber irgendwie werde ich das schon machen. Aber da muss ich erstmal auf den warten. Und hoffen, dass er mich hier nicht sieht. Ja, komm her. Komm her. Jetzt muss ich mal schauen, bis wohin der geht. Ja, der sieht mich hier echt. Der kann mich doch. Also, boah. Gut. Komm. Ach, du bist doch so gefallen. Ich versuche einfach. Nein, das ist auch entdeckt. Ach, Mann. Der geht mir echt auf den Zwirn. Nee, ich muss das irgendwie anders machen. Okay. Ich habe noch eine Idee. Und zwar versuche ich jetzt auf der anderen Seite die beiden da zu eliminieren, wie ich es gerade schon gemacht habe. Und dann weiß ich noch nicht. Mal gucken. Das klappt immer mit beiden ganz gut. Nein. Obwohl, ja doch. Ja, warum nicht? Folg mir. Komm, entdecke mich. So, jetzt folgt er. Ach so, oh, der folgt mir doch nicht mal. Das ist jetzt nur noch ein Bogenschütze. Ich wollte den eigentlich weglocken, damit ich da vorbei kann. Aber davon hält er leider nichts. Gut, dann versuche ich es trotzdem nochmal von der anderen Seite. Vor allem, warum denn unentdeckt zu werden? Das ist doch das Nervige. Also, das ist natürlich gut, weil es dadurch schwieriger wird. So, Nummer Uno habe ich. Dann der zweite. Genau, der zweite. Dann kletter ich jetzt hier entlang. Nein! Du bist doch. Da kannst du nur langlaufen. Dann mach das doch. Wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Ach nein, hier läuft ja auch noch der. Die Idee. Ja, die Idee war ganz total toll.
Weil er ja auch noch weiter hier rumläuft. Obwohl, wenn er sagt, geh da runter. Ja, super. Gut, dann habe ich das auch erledigt. Jetzt muss ich da oben hoch. Jetzt kann ich die von der anderen Seite machen, weil jetzt habe ich ja diese Nervensäge endlich. Diese Patrouille, die war jetzt echt nervig. Weil die hat es mir richtig schwer gemacht. So. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Ach, so ein Mist. Ich war doch schon... Ach, Mensch. Schade. Das lief doch gut. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Das haben die wahrscheinlich wohl anders gesehen, dass es gut läuft. Ja, ich denke, von der Reihenfolge war das schon ganz okay. Aber dass mich dann diese doofen, dicken, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, Panzer, königlichen Schleimbeutel gefunden haben. Nein, 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 ich hab... Ich war zu ungeduldig. Ich war eindeutig zu ungeduldig. War das ehrlich das Beste, diesen blöden Leutnant jetzt zu nehmen? Das war knapp. Na gut, das kriegen wir ja hin. Wenn sie essen wollen, das haben wir... Warte mal. Ist das eine Idee? Und zwar nehme ich jetzt eine Leiche und positioniere sie... Ich weiß nur noch nicht, wo... Nein, die ist ins Wasser gefallen. Und ich glaube, das interessiert die gar nicht, oder? Oder? Interessiert dich der? Sonst muss ich noch eine werfen. Nein, ich muss noch eine werfen. Ach, Mist. Jetzt vielleicht... Nein, nein, weil... Ach, mein... Ich bin zu blöd dafür. Es scheiße. Ich bin dafür echt zu bescheuert. Mein Gott, jetzt wird's aber langsam lästig. Könnt mir doch nicht die ganze Zeit hier beim Fällen zugucken. Das habe ich. Ich will eben, richtig? Ich will sie gar nicht plündern. Nein, du kannst doch nicht immer ins Wasser fliegen. Die soll einfach da oben. Mein Gott, so, also der Steg ist ja schon was. Was war das? Ja, ja. Bitte, bitte. Dann sah ich das Übel des Mannes. Nein, das... Gott im Himmel. Eine der Brüderlichkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Ich weiß auch gerade noch nicht, wie ich ihn stattdessen... Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen. Den Herrn als... Kann ich mich nicht einfach hier irgendwie dranhängen? Der macht das. Wie ringen. Er sieht mich nicht. Sehr optimistisch. Komm, sehr optimistisch. Er sieht mich einfach nicht. Er sieht mich einfach nicht. Wenn man hängt, sehen die einen nicht. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren. Das ist schon ein bisschen blöd, ne? Nichts mehr zu essen bekommen. Das ist ja mal voll bescheuert. Wieso kann er mich sehen, wenn ich im Wasser bin, aber wenn ich da hänge, bin ich unsichtbar? Gut zu wissen. Jetzt nur nicht... Ja, ich kann... Also von der Seite darf ich das wohl nicht machen. Von der Seite sehen die mich, diese...
Hornochsen. Von der anderen Seite nicht. Weil es sind ja Hornochsen. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Das hat doch sonst überhaupt funktioniert. Ich. Boah, auf ein neues. Jetzt aber. Jetzt schaffe ich's. Hier ist nirgendwo eine Wache. Nirgendwo. Richtig so. Ich sah sie als Schutzherrn an. Ja, dann bleibe ich einfach wieder hier hängen. Meine Augen öffnete. Weil hier werde ich auf jeden Fall nicht gesehen. Dann sah ich das Übel des Mammons und die Spaltung, die er erzeugt. Ich tropfe ganz schön. Ich laufe aus. Hilfe, rette mich. Rette mich, komm her, ich laufe aus. Komm schon. Was guckst du denn da zum Boot, du Idiot? Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit ganz ruhig bleiben. Den Herrn als unseren Retter und wahren Führer. Ja, noch ein Stück. Und Schnabberlup. Weg ist er. Nummer 1. 4 brauche ich noch. Oh Gott. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, aber ich wüsste jetzt nicht was. Wenn ich ganz ehrlich bin. Nein, ich werde... Ich weiß nicht, ob ich ein Doppel... Nee, Quatsch, wie soll ich ein Doppelattentat vollführen können? Der war gut, das hat er überhaupt gar nicht gemerkt. Jetzt kommt der zweite gleich. Wie die Medici noch irgendeinen Einfluss in dieser Stadt haben können, ist mir schleierhaft. Ja, das ist total schleierhaft, das sehe ich auch so. Aber... Sehr gut. Dann habe ich den jetzt auch. Ich. Wieso sehen die mich auf der anderen Seite, die Arschlöcher? Oder gucken die ganze Zeit in diese Richtung? Es scheint mir. Was? Es scheint mir wirklich so, dass die ganze Zeit in diese Richtung gucken. So, jetzt muss ich schauen. Jetzt muss ich ganz ruhig. Jetzt habe ich keinen mehr, der hier rumläuft. Ihn kriege ich doch bestimmt von hier. Die beiden muss ich von hinten attackieren. Dann warte ich hier. Mich sieht zum Glück keiner. Ja, wo bleibt er denn? Komm. Genau so, genau so, genau so. Und... Jawohl. Das funktioniert. Jetzt muss ich den da hinten erledigen. Der Eis ist einfach nur. Ich hoffe einfach, dass ich so nicht erkannt werde. Ich mache jetzt ein Attentat und hoffe, dass ich nicht erkannt werde. Ich mache ein Attentat. Oh Gott. Nein, das darf doch alles nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Was mache ich denn falsch? Mag mich das Spiel nicht? Wie soll ich den denn heimlich... Wie soll ich den denn heimlich eliminieren? Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ich sah sie als Schutzherrn an. Vor allem, wenn ich die da oben angreife, dann ja, habt ihr ja gesehen, was dann passiert. Dann werde ich auch wieder erkannt. Dann sah ich das Übel. Die Spaltung, die er erzeugt. Das hat schon mal gut funktioniert. Nein! Was habe ich gesagt? Das hat gut funktioniert. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Das hat natürlich gar nicht gut funktioniert. Das ist ja mal so eine Fail-Folge. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind.
So eine Fail-Folge, das ist doch nicht zum Aushalten. Wenn Sie essen wollen, können Sie Savonarola als Führer anhängen. Ich muss die ja nicht umbringen, aber es macht Spaß. Immer, ich versuche es jetzt nochmal auf diese Art, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es auf eine andere Art besser klappt. Das ist ziemlich naiv von mir. Einfach, oh, komm, ich mach weiter durch. Nicht naiv. So. Ja, da kommen dann beide zurück. Das ist blöd. Jetzt läuft der eine weg. Dann kann ich ihn mir schnappen. Nummer 1. Nummer 1 habe ich schon mal. Er ist auch ganz unauffällig. Nummer 2 interessiert hier auch niemanden. Gut, dann haben wir den auch. Dann muss ich mich jetzt um den, der hier an den Seiten rumläuft, kümmern. Nein, nein, nein. Ach, Mist. Dann gehe ich mal andersrum, um ihn gleich direkt wieder abzufangen. Wobei, nee. Nee, ich muss ehrlich da hinten warten. Weil wenn ich das da vorne mache, dann sehen die Leute ja von oben das. Hm. Da muss ich echt warten. Mist. Wäre ich doch mal nicht so schnell gewesen. Und hätte gesagt, ja, will den unbedingt haben. Dann haben wir diese 75 Florin. Ja, ich kann ja eh erstmal nichts machen. Dann sammle ich halt ein bisschen für mein Erbe ein. Komm, ringen. Jetzt hole ich mir den da hinten wieder. Eine der Brüderlichkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Jedenfalls schön, schöne Lichteffekte auf mir. Aber egal, wir wollen uns hier nicht ablenken lassen. Als unseren Retter und wahren Führer anerkennen. Ja, Führer. Ich führe auch. Ins Verderben, ins Fail. Ja. Dann haben wir ihn auch weg. Nicht, dass ich wahrscheinlich... Da brauche ich doch nicht ganz rumzulaufen. Ich kann doch bestimmt hier auf diesen Fehler drauf. Klar. Ja, stimmt. Ich kann da drauf, aber... aber auch sonst nichts. Was kann ich machen, damit mich diese blöden Pistenwachen nicht sehen? Es muss doch irgendwas geben. Ich sah sie als Schutz. Irgendwas muss es doch geben. Einmal um die Ecke bitte. Danke. So, jetzt ganz... Eine der Brüderlichkeit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Wie soll ich denn... Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen. Ich würde sagen, ich muss den da hinten noch erledigen. Damit. Ja, damit die mich nicht sehen. Aber wenn ich ihn hier mit kralle. Dann sehen die mich ja. Ach Mensch. Kann ich da. Ja, ich muss mal gucken, ob das vielleicht da über Bord geht. Also nicht nur an dieser kleinen offenen Stelle. Bitte. Ich will diese... oh, ehrlich. Ich bin jetzt schon seit... Also länger als ich eigentlich wollte. Ich dachte, das geht mal eben schnell. Dann ist die Sache erledigt. Aber nein. Boah, die sehen das doch 100 pro. Ich kann hier doch keinen Attentat vollüben. Bevor der Prophet meine Augen öffnete. Ach, da sind auch noch mal Wachen. Dann sah ich das Übel des Mammons. Und die wieso werden denn... Erzeugt. Wieso werden die denn unten nicht auf der Karte gezeigt? Savonarola führt uns in eine neue Ära.
Ich weiß auch nicht, ob ich die kalt machen muss. Gleichheit und Gerechtigkeit. Das ist doch doof. Oder ist das einer? Nee. Wir müssen nur noch die Fesseln der Vergangenheit abwerfen. Den Herrn als unseren Retter und wahren Führer anerkennen. Obwohl, es scheint mir... Obwohl, ja, 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 ja. Mir geht gerade, glaube ich, vielleicht ein Lichtlein auf. Und zwar unten wurden ja die roten Wachen angezeigt, die wahrscheinlich dafür verantwortlich sind, mich zu sehen. Dann müsste ich ja nur noch bei ihm Attentat machen. Naja, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist das auch alles hier nur zum... Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das kann... Inzwischen ist es gleich dunkel. Ist das nicht schön? Das... Ich... Einmal versuche ich es noch. Einmal will ich es unbedingt noch versuchen. Und dann... Und dann kriege ich die Pimpernellen, ey. Ich sah sie als Schutzherrn an. Gut, jetzt warten wir wieder auf den da hinten, wie immer. War bevor der Prophet meine Augen öffnet. Lesen eine Zeitung, machen Pipi ins Wasser. Dann sah ich das wie schön, dass du da hinten geboren bist, weil dann nervst du mich nämlich total. Egal. Es ist ein Spiel, ich muss mich den Herausforderungen des Spieles stellen. Ich habe echt schon schwierigere Spiele gespielt und geschafft, aber diese Stelle gerade... Wir müssen nur noch die ist doch absolut zum Mäusemelken. Den Herrn als unseren Retter und eine kleine Sisyphusarbeit. Das ist wie Achilles Ferse. Achille? War das? Ja, ich glaube schon, ne? Das war Achilles seine Ferse, die ihn wahnsinnig gemacht hat. Ich weiß es doch nicht. Auf ein neues. Aber schön, dass es inzwischen dunkel geworden ist. Ja klar, wieder direkt beide. Dreh dich um. Nummer 2. Ich wollte schon Nummer 1 sagen, aber einen hatten wir ja schon. Na komm jetzt. Ja. Ja. Den nach oben kriege ich auch, aber der... Ich reiß mir gleich noch meine Haare raus. Das ist doch... Gut, gut. Ja, richtig so, richtig so, richtig so. Und ja, supi, supi, supi. Ich weiß nicht, wie ich den vielleicht nach vorne bringen könnte, damit... Damit ich... Dann haben wir ihn auch erledigt. Und ich glaube einfach, ich kriege auch beide, ohne dass ich weiß nicht. Gut, so gut, 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 gut. Schnell hier hinten in die Ecke. Genau, genau. Mal sehen, wie hart die Unbelehrbaren sind, wenn sie nichts mehr zu essen bekommen. Und dann habe ich ihn. Na, endlich! Hat ja auch gar nicht gedauert. Der Teufel! Was? Was habe ich getan? Ihr wolltet Unterwerfung erzwingen. Manchmal muss man dem Volk sagen, was es denken soll. Das hat noch nie zu etwas Gutem geführt. Auch wenn das Herz schwer ist. Mein Kopf ist klar. Requiescat in pace. Gott sei Dank habe ich das endlich hinbekommen. Jetzt muss ich nur noch abhauen. Ehrlich? Ihr habt mich jetzt schon aus den Augen verloren? Nein, haben sie nicht. Nein, nicht! Oh nein, bitte stirb nicht! Das wäre jetzt... Das hätte natürlich jetzt alles gepasst zu dem ganzen Fellkram. Auf jeden Fall habe ich Hafenmeister endlich synchronisiert. Gott sei Dank.
Gut, bedanke mich erstmal fürs Zuschauen dieser wunderbaren, total klasse Fail-Folge. Ich hoffe einfach nur, dass die nächsten Leutnants einfach ein Hauch einfacher sind. Bis dahin.